wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss das nur zum Irgendwann ist ja mal schlimm. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Ich finde, sie ist zu lang. Ich finde, deine Nase ist total okay. Und wie teuer wäre so eine neue Nase? So 4.000 bis 5.000 Euro. Verdammt, so viel habe ich nicht. Ich lasse mich sponsern. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass hunderte von Schönheitschirurgen sich darum reißen, mit meiner Nase ins Fernsehen zu kommen. Sieht so aus, als sei uns da eine Spontanheilung gelungen. Mhm. Herr Josch, wieso läuft denn jetzt schon wieder frei rum? Weil mein Gedächtnis ganz plötzlich wieder zurückgekommen ist. An deiner Stelle hätte ich bis morgen Abend gewartet. Oder willst du Mathe unbedingt mitschreiben? Die Gans, sie ist krank. Die kommt die ganze Woche nicht. Was, bin ich? Das wüsste ich aber. Frau Geiselt, was machen Sie denn hier? Guck mal, da drüben. Der spinnt doch, der will doch nicht etwa von der Brücke springen. Soll ich dir mal erzählen, wie das ist, wenn du da unten aufkommst? Erst war alles schwarz, dann ein Riesenschmerz. Aber falls du Lust darauf hast, spring doch. Also es ist gelogen, was du Thomas erzählt hast. Ja, aber umbringen wollte ich mich wirklich schon mal. Und warum wolltest du Schluss machen? Das kannst du dir ja vielleicht denken. Wegen deiner Beine? Ja, auch. Und weswegen noch? Es kam damals eine Menge zusammen. Hattest du Stress in der Schule? Ja, ich sollte vom Gymnasium runter, weil ich es irgendwie nicht gepackt habe. Und deine Eltern? Die sind total ausgeflippt, weil ich keinen Bock mehr auf Schule hatte. Schon klar, aber trotzdem... Ach, und als dann noch meine Freundin... Ach, vergiss es. Was war mit deiner Freundin? Eines Tages kam ich hin, da waren alle Bilder umgedreht. Was für Bilder denn? Na, die Fotos, auf denen ich drauf war. Und weswegen? Ich bin am Tag vorher ausgerastet, hatte sie angeschrien, weil ich sie mit einem anderen gesehen habe. Verstehe. Und seitdem lasse ich mich nicht mehr fotografieren. Wie wolltest du Schluss machen? Ich wollte damals von der Brücke in den Rhein springen. Aber die Brüstung war zu hoch. Gott sei Dank. Heute bin ich froh, dass es mich noch gibt. Soll ich dir was sagen? Ich auch. Mann, oder ich bin total. Kein Fernsehsender sponsert einer 13-Jährigen eine neue Nase. Da wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher. Die sind doch alle sensationsgeil hoch 10. Meinst du wirklich, dass sie sich auf sowas einlassen? Warum nicht? Ich habe neulich so eine Doku-Soap gesehen. Rettungsstation hieß die, glaube ich. Da haben die sogar gezeigt, wie einer stirbt. Krass. Und wer sieht sich sowas an? Keine Ahnung. In Amerika sollen sie sogar Hinrichtungen live im Fernsehen zeigen. Das soll wohl der Quotenrenner sein. Total pervers. So eine Nummer wie die OP von Manuela ist in Amerika höchstens doch was für einen Kinderkanal. Hey, ob ihr es glaubt oder nicht, die Tage dieses Zinken hier sind gezählt. Wirklich? Ja, erzähl schon, was haben die im Sender gesagt? Dass ich ein wahnsinniges Glück hätte. Sie bereiten mich gerade alles für eine neue Serie über eine Schönheitsklinik vor. So mit echten Operationen? Natürlich. Sonst wären sie ja nicht so irre an meiner Nase interessiert. Morgen habe ich schon ein Date mit der Producerin. Und dann bezahlen sie dir die Operation? Das glaubst du doch wohl selber nicht. Natürlich nicht. Ich bekomme nur ein Honorar. Aber das reicht. Damit kann ich den Nasenklempner selber bezahlen. Ich fand dich vorhin echt gemein. Ach ja? Wieso hast du mich heute bei Fabian nicht abschreiben lassen? Na, weil ich dir helfen wollte. Wie bitte, das nennst du helfen? Na, fürs Abschreiben gibt's doch bekanntlich eine 6. Und davor wollte ich dich eben bewahren. Weißt du, was du bist? Bist ein Arsch mit Ohren. Na, das musst du ja wissen. Hey, ich bin noch nicht fertig. Oh, was ist denn noch? Ich bin müde. Oh, du verdammter Mistkerl. Wegen dir hatte ich heute in Mathe fast eine 6 bekommen. Was, wie bitte? Spinnst du? Das kannst du mit deiner Oma machen, aber nicht mit mir. Was ich mit wem mache, ist ja wohl meine Sache. Ja? Oh, was haben wir denn hier? Verdammt, gib mir mein Klabauter wieder. Pass mal auf, hast du schon mal einen fliegenden Hund gesehen? Das hast du nicht umsonst getan.
Soll ich gleich zahlen oder später? Verdammte Scheiße, du Oberarsch! Weißt du eigentlich, wie alt er ist? Den hat mir meine Patentante zum ersten Geburtstag geschenkt. Tut mir leid. Ich wusste ja nicht, dass der Schwanz du bist. Das bringst du sofort wieder in Ordnung, verstanden? Okay, okay. Halt, Herrschaften. Als Hausaufgaben, Silvia, warte bitte. Als Hausaufgaben möchte ich von euch eine kurze Zusammenfassung der Völkerwanderung unter besonderer Berücksichtigung... Wie kurz? 2 bis 5 Seiten sollten es schon sein. Also vergesst nicht, Hausaufgaben, eine kurze Zusammenfassung der Völkerwanderung unter besonderer Berücksichtigung der Hunnen. Wir haben auch noch andere Hausaufgaben auf. Ja, davon gehe ich doch wohl mal aus. Ihr seid ja schließlich nicht zum Vergnügen hier. Manuela, warte. Wir müssen mit dir reden. Wegen deiner Nase. Nee, danke. Ihr habt mir gestern Abend schon die Ohren vollgequasselt. Du darfst das nicht machen. Was ich darf oder nicht, ist ja wohl ganz allein meine Entscheidung. Lassi, die ist wirklich verrückt. Und wenn ihr euch auf den Kopf stellt, ich gehe heute zu diesem Date. Ich kann sie doch nicht einfach ins offene Messer rennen lassen. Du meinst wohl Skalpell? Das ist doch dasselbe. Ja, was sollen wir denn tun? Sollen wir Nadja Bescheid sagen, damit sie Manu mit dem Lasso einfängt? Warte mal. Was ist das? Was ist was? Du wirst ja gleich sehen. Wo willst du denn hin? Nur zu Pasolke, was für Manuela besorgen. Mist, so geht das nicht. Bist du übergeschnappt? Mit Sekundenkleber gibst du ihm den Rest? Und wie bitte soll ich dann diesen dämlichen Schwanz einen blöden Köter rankriegen? Indem du diesen hübschen Schwanz an meinen klugen Klabauter annähst. Nee, sowas habe ich ja noch nie gemacht. Na und? Dann machst du es jetzt eben das erste Mal. Falls du es nicht verstanden hast, ich kann das nicht. Das ist mir völlig egal. Mir aber nicht. Was kann ich denn dafür, wenn dein blödes Vieh an Altersschwäche leidet? Wenn du meinen Klabauter nochmal als blödes Vieh bezeichnest, dann kannst du deine Knochen einzeln nummerieren. Darf ich mal lachen? Du darfst. Aber zuerst bringst du meinen Klabauter in Ordnung. Und zwar sofort. Du bist irgendwie so komisch. Ich? Ja. Seitdem du dich mit diesem Mac verabredest. Verliebt? Nicht wirklich. Aber irgendwas muss doch sein. Naja, ich muss laufend an ihn denken. Warum? Naja, jedes Mal, wenn ich die Treppen hochgehe, denke ich daran, wie Mac damit klarkäme. Wieso? Dafür gibt's auch Fahrstühle. Hast du hier bei uns schon mal einen Fahrstuhl gesehen? Der käme ja nicht mal auf unser Zimmer. Stimmt. Naja, Gott sei Dank ist das in Neubauten anders. Nicht überall. Zum Beispiel, wenn er im Foyer ist und telefonieren wollte, dann hat er bestimmt auch keine Chance. Ach, glaube ich nicht. Warte mal. Setz dich mal hier hin. Hey, was soll denn das? Die Vase dort oben ist jetzt das Telefon. Probier sie mal runterzuholen. Nee, keine Chance. Sag ich ja. Was ist denn das für ein neues Spiel? Wir probieren nur gerade was aus. Ah, wisst ihr, wo Laura ist? Tut mir leid, aber sie informiert mich derzeit nicht darüber, wo sie sich gerade aufhält. Habt ihr wieder mal Stress? Soll ich irgendwas ausrichten? Ja, ich hatte in der BlickTV hier was entdeckt. Da gibt's einen Rollstuhlfahrer, der plötzlich wieder laufen kann. Echt? Ich darf doch mal sehen. Fix und zugenäht. Warum hält dieser Faden denn nicht? Immer hereinspaziert, meine Damen und Herren. Hier sehen Sie das äußerst seltene Exemplar eines Homo Stümperus. Haha. Wie Sie hören, ist der Homo Stümperus auch sprachlich noch sehr weit zurück. Noch ein Wort und du kannst den Scheiß alleine nähen. Warum schreit dieser Urmensch so? Es handelt sich hierbei um Brunftschreie. Brunftschreie? Wieso das denn? Er hat sich in Faden und Nadel verliebt und hofft, dass die beiden sein Flehen erhören. Au! Meine Oma sagt immer, was sich liebt, das neckt sich. Raus, hab ich gesagt, oder ihr könnt sehen, wie der Homo Stümperus sich in einen Mörder verwandelt. Hilfe, Hilfe! Ein verliebtes Schneiderlein ist hinter uns her.
Sag mal, kannst du nicht noch ein bisschen lauter schreien, wenn ich mit der nächsten Besuchergruppe hereinkomme? Raus, hab ich gesagt, oder? Scheiße. Hallo, Manuela. Wir müssen unbedingt mit dir reden. Bitte nicht schon wieder. Ich hab die Nase voll von eurem Gelaber. Wir haben es uns ja noch mal überlegt. Genau, wir finden nämlich, du hast recht. Und warum das so plötzlich? Wenn jemand etwas unbedingt möchte, so wie du, dann muss man ihm zu seinem Glück helfen. Verarschen kann ich mich auch alleine. Nein, im Ernst. Wie wär's, wenn wir dir ein super Make-up verpassen? Damit deine Nase noch krasser aussieht. Und die im Fernsehen am liebsten gleich anfangen würden, dich zu operieren. Nee, nee, lasst mal. Aber ihr könntet mir bei meinen Haaren helfen. Wird gemacht. Am besten, du machst deine Augen zu, entspannst dich. Ja, Mann, das zieht. Sorry. Oh, lass mich sofort wieder. Aua, lass mich sofort wieder los. Was ist denn da? Keine Angst, das tun wir nur für dich. Oh Mann, ich komm. Du bist ganz genau das. Oh, Termin hab. Ich komm doch zu spät. Komm, bitte lass die Kinderspielchen, ja? Oh Mann. Wenn ihr mich nicht sofort losbindet, dann schrei ich um Hilfe. Das solltest du lieber lassen. Ansonsten müssen wir zu härteren Maßnahmen greifen. Mann, komm. Oh, Hilfe, ich krieg keine Luft mehr. Seht kein Quatsch. Darunter kann man prima atmen. Haben wir alles ausprobiert. Wann hat Manuela eigentlich ihren Termin? Um 4. Dann tschüss. Bis um 5. Oh, ihr seid so gemein. Kommt zurück, ihr Monster. Was machst du denn hier im Mädchentrakt? Ich, nichts weiter. Und wegen nichts schaust du hier durchs Schlüsselloch? Ach, ich wollte nur gucken, ob ich störe. Und? Störst du? Weiß ich doch nicht. Du hast mich doch gerade dabei gestört. Okay, jetzt mal raus mit der Sprache. Was machst du hier? Ach, nichts weiter. Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Was ist da in der Tüte? Willst du es wirklich wissen? Ja, sonst hätte ich dich nicht gefragt. Mein Kuscheltier. Moment, habe ich das jetzt richtig verstanden? Du schaust zusammen mit deinem Kuscheltier bei den Mädchen durchs Schlüsselloch. Nein, ich kann dir das erklären. Bitte, ich höre. Also, psst, sag mal ruhig. Sag mal, spinnt ihr jetzt alle hier? Und du verschwinde mal hier. Hilfe! Was ist denn hier los? Ich wurde überfallen. Wie bitte? Ja, erst haben sie mich gefesselt und dann sind sie abgehauen. Wer? Nazi und Emily. Warum haben sie das getan? Keine Ahnung. Habt ihr euch gestritten? Nein, wir haben mit ärgerlich nicht gespielt. Ich habe gewonnen. Und deswegen haben sie dich gefesselt? Ja, sie haben behauptet, dass ich geschummelt habe. Und das hast du natürlich nicht. Sag mal, was ist denn an euch gefahren? Manuela erzählt mir gerade, ihr habt sie gefesselt, weil... Wir wollten ihr doch nur helfen. Wie, damit sie nicht mehr bei Mensch ärger dich nicht schummelt? Mensch ärger dich nicht? Wir wollten sie davon abhalten, ihre Nase operieren zu lassen. Doch. Wisst ihr was? Ich habe keinen Bock, mich von euch dreien vorführen zu lassen. Manuela darf auf keinen Fall hier raus. Doch, sie darf. Und für euch zwei ist die Show hiermit beendet. Ja, aber... Und Manuela? Wo ist sie denn hin? Du glaubst uns ja doch nicht. Hey, was willst du schon wieder hier vor unserer Tür? Wollte der kleine Junge etwa lauschen? Der kleine Junge hat ein großes Problem. Und was ist das für ein Problem? Ist hier im Beutel. Ja, dann hol's doch mal raus. Aber nicht lachen. Na komm, zeig schon. Ja, und was ist damit? Sein Schwanz ist abgerissen. Er müsste wieder angenäht werden. Könntet ihr mir helfen? Das bringt doch nichts mehr, so wie der aussieht. Echt mal, du sollst den Köter wegschmeißen. Bist du verrückt? Den hat mir meine Urgroßmutter geschenkt, als ich 3 Tage alt war. Na, wenn das so ist, dann wollen wir mal. Das kostet aber eine Kleinigkeit. Stimmt. Sagen wir mit 2 Euro bist du dabei. Einverstanden? Erpresser. Na, das wollen wir jetzt aber überhört haben. Sonst musst du den Rest des Lebens ja ohne Schwanz rumlaufen. Ja, und das willst du doch nicht, oder? Das Wichtigste am nächsten Samstag ist, dass du den Ball so schnell wie möglich laufen lässt. Klar. Super. Und versuch dich auf rechts außen frei zu fahren. Das ist genau deine Position. Okay? Okay, also wie immer. Ja. Aber vergiss nicht, der Bundestrainer ist bei dem Spiel dabei. Ah, es wird schon schief gehen. Nicht zuletzt deinetwegen. So, üben wir nochmal die Position von dem Wurf außen rechts, von der Grundlinie, okay?
Hey, was gibt's? Heute Abend gibt's im Fernsehen einen Bericht über einen Stefan Kulle, der im Rollstuhl saß und wieder laufen kann. Und der kann wirklich wieder richtig gehen? Ja, so steht zumindest hier in der Zeitung. Und wann läuft das? Um 20.15 Uhr im MDR. Ah, danke für den Tipp. Ich bin mitten im Training. Ich muss gleich wieder los. Bis später. Sag mal, hast du schon mal was von einem Stefan Kulle gehört? Wie heißt er? Kulle. Warte mal, das ist doch dieser Nachrichtensprecher vom ZDF, ja? Der hat auch mal im Rollstuhl gesessen. Was ist mit dem? Der erzählt heute Abend im Fernsehen, wie er wieder gehen gelernt hat. Entschuldige, wenn ich mich da einmische, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn du dir die Sendung ansiehst. Ja, wie meinst du denn das? Das ist eine Geschichte, ziemlich schnell falsche Hoffnung bei dir wecken könnte. Wieso? Das war doch nach diesem Bericht über Rollstuhlfahrer in Amerika bei mir auch nicht so. Das sehe ich ein bisschen anders. Du hast tagelang davon gesprochen. Ja, natürlich. Das heißt doch aber jetzt weißt nicht, dass was ich für das Beste halte. Wenn du dich auf die Sachen voll konzentrierst, die du trotz deiner Behinderung gut kannst. Du meinst Basketball? Naja, nicht nur. Auch dein Abitur. Ich finde nämlich klasse, wie du inzwischen unterwegs bist. Okay, ich fahre da mal zur Grundlinie. Ja. Noch so ein Nachmittag und ich kündige. Was ist denn Schreckliches passiert? Eigentlich nichts. Max läuft mit seinem Kuscheltier herum und schaut bei den Mädels durchs Schlüsselloch. Und Manuela sitzt gefesselt in ihrem Zimmer und schreit wie am Spieß. Interessant. Wollen Sie sich nicht zu mir setzen? Danke. Aber das ist noch nicht alles. Anne-Claire und Emily behaupten, sie hätten ihre Zimmergenossin leider festbinden müssen, weil die sich beim Fernsehen eine neue Nase beschaffen wollte. Das gibt's doch nicht. Doch. Irgendwie scheinen die Kinder heute alle zu spinnen. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Ach nee, Sie nicht auch noch. Nee, lassen Sie mal, ich glaube das wirklich. Heute ist nämlich der 30. April. Mhm, und das sollte mir jetzt was sagen? Na, dass morgen der 1. Mai ist. Und die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai ist bekanntlich die Walpurgisnacht. Die meinen im Ernst, Herr Pasulke, dass deswegen die Kinder so schräg unterwegs sind. Na, mich würde es nicht wundern, wenn heute noch mehr merkwürdige Dinge passieren. Hoffentlich nicht. Mir reicht's. Ach, so blöd, dass wir Manuela verpasst haben. Das hätte doch eh nichts mehr gebracht. Na, wahrscheinlich hast du recht. Glaubst du, dass sie inzwischen mit ihren Eltern geredet hat? Nee, hast doch gehört, was sie gesagt hat. Meine Eltern, die erfahren nur früh genug davon. Vielleicht sollten wir ja mal mit ihrem Vater reden. Was willst du ihm denn sagen? Ja, hallo, Herr Vogt. Ihre Supertochter Manuela rennt gerade zu einem Schönheitschirurgen und lässt sich die Nase neu basteln. Das glaubt dir doch keiner. Hast du doch bei Nadja gesehen. Stimmt. Manuelas Eltern scheiden da so aus. Jetzt kann nur noch einer helfen. Ach ja? Und wer? Dein Vater. Mein Vater? Der ist so strikt dagegen, dass sie mit in unserem Alter schon... Eben deswegen. Worauf wartest du noch? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Darf ich die mal ausleihen? Hier ist eh nicht mehr viel drauf. Hallo, was gibt's? Hi, Papa. Ich bin's. Anne-Claire? Ist was passiert? Na, noch nicht. Aber du musst uns unbedingt helfen. Was ist denn los? So, kann ich dir noch irgendwie helfen? Danke, den Rest schaffe ich schon alleine. Soll ich nicht doch lieber mitkommen? Nee, das ist wirklich nicht nötig. Warte mal, du hast dein Schild vergessen. Ach ja, viel Glück. Danke. Hi. Hi. Hey, der ist ja niedlich. Seit wann hast du den? Seit heute. Dafür sieht er aber ziemlich alt aus. Anna und ich haben den nur für Max repariert. Und was war daran kaputt? Sein Schwanz war ab. Ist aber richtig gut geworden. Man kann gar keine Naht mehr erkennen. Tja, wir sind eben Profis. Und wie heißt der? Keine Ahnung. Max wird uns den Namen gar nicht verraten. Irgendwie finde ich, dass dieser No-Name-Hund ziemlich traurig aussieht. Findet ihr nicht? Stimmt. Ein bisschen freundlicher könnte er schon gucken, jetzt wo sein Schwanz wieder da ist. Und was haltet ihr davon, wenn wir ihn ein bisschen umstylen? Hey, warum nicht? Gute Idee. Ach, das können wir doch nicht machen. Max bringt uns um. Ach, Quatsch. Das überleben wir auch noch. Was ist? Wie wär's hiermit? Ja, okay. Hallo. Je später der Abend, desto interessanter die Gäste. Wo wollt ihr beide denn hin? Wir beide? Naja, du und dein Bäumchen. Psst,
Bitte verraten Sie mich nicht. Abgemacht. Hilfe brauchst du wahrscheinlich nicht, oder? Doch. Können Sie das Ding hier bitte für mich aufstellen? Klar. Wo soll er hin? Am besten da, wo er von der Tür aus sofort gesehen werden kann. Verstehe. Vielleicht hier? Ja, vielleicht ein bisschen weiter rechts. So? Ja, danke. Komm mal her. Ich habe auch mal so einen Maibaum aufgestellt. Wo denn? Das war damals in Münster, wenn meine Petra sich frisch verliebt war. Naja, da wird sich Laura Priscilla bestimmt freuen. Können Sie das Schild hier bitte oben reinhängen? Klar. So, dass die Schrift nach vorne zeigt. Ah ja. Sag mal, da steht ja Kim drauf. Ich dachte, das wäre schön, wenn sie den Baum vor allen anderen entdecken könnte. Ah ja. Was hältst du davon, wenn wir beide da ein bisschen nachhelfen? Wir? Naja, ich meine ich. Ja, danke. Aber erst, wenn ich weg bin. Jede zweite Woche liest Stefan Kulle die Heute-Nachrichten für das ZDF-Morgenmagazin. Kein Zuschauer ahnt, dass ihm seine Beine lange Jahre den Dienst versagt haben. 1991 ein Autounfall. Als er aufwacht, ist er vom fünften Halswirbel abgelähmt. Doch der Theologie Film wird endlich zu Ende. Nee, noch 10 Minuten. Das habt ihr vor 5 Minuten auch schon gesagt. Jetzt seid ihr nicht ruhig, ich will das sehen. Wir müssen noch was für Bio angucken. Das hättet ihr heute Nachmittag machen können. Jetzt ist der Fernseher für uns reserviert. Können wir uns so lange hinsetzen? Verdammt nochmal, jetzt haut endlich ab. Ich will das in Ruhe sehen. Seit wenigen Monaten kann er ganz auf Krücken verzichten. Heute braucht der einst gelähmte Mann keine Krankengymnastik mehr. Ab und an hängt er sich zur Entspannung seiner Hals- und Schultermuskeln an eine Stange. Das reicht. Irre, was der geleistet hat. Aber es war ein echtes Wunder, hat er ja selbst gesagt. Trotzdem, ich finde, man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Du meinst Mike? Ja, warum soll denn das nicht nochmal passieren? Die Wahrscheinlichkeit dürfte nicht sehr hoch sein. Vielleicht 1 zu 1 Million, wenn du mich fragst. Du bist gemein. Überhaupt nicht. Ich sehe das Ganze nur realistisch. Ah, tut mir leid, wenn ich stören muss. Im Hof wartet eine Überraschung für dich. Für mich? Ja, wenn ich mich nicht verguckt habe, ist sie für Kim. Ich würde zu gerne wissen, wie das Date mit der Producerin gelaufen ist. Ja, auch. Aber nach unserer Fesselnummer haben wir bei Manuela keine Chance mehr. Warte mal, vielleicht doch. Aha, da bin ich aber gespannt. Die müssen sie irgendwie zum Lachen bringen. Wie willst du das machen? Willst du sie kitzeln? Nee, aber wie wär's hiermit? Mit Schokokissen? Ja, wie im Kino bei einer Tortenschlacht. Willst du ihr das Teil etwa in den Kopf werfen? Quatsch. Ich stelle mich einfach hinter die Tür und wenn sie kommt, dann stecke ich ihr so ein Ding in den Mund. Und was ist, wenn sie nicht lacht? Gute Nacht. Psst, sie kommt. Auf die Plätze, fertig, los! Was soll das denn? Entschuldigung, ich dachte, du wärst Manuela. Ach. Habt ihr auch nur einen für mich? Ja, natürlich. Danke. Ich hatte eigentlich vor, nicht mehr mit euch zu reden, solange ich lebe. Aber unter diesen Umständen... Wie ich sehe, verstehen sich die Damen wieder bestens. Über die Nummer mit dem Schokokuss reden wir morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Was ist denn das? So was habe ich ja noch nie gesehen. Das sieht aus wie ein Karnevalsbaum. Wieso? Forscher ist doch schon längst vorbei. Wenn ich die Damen aufklären darf, das ist ein Maibaum. Sowas wird in vielen Gegenden in Deutschland zur Walpurgisnacht aufgestellt. Walpurgisnacht? Hat das nicht irgendwas mit Hexen oder so zu tun? Ja, auch, aber nicht nur. Und woher sind Sie sich so sicher, dass er für mich ist? Ganz einfach. Weil es draufsteht. Oh. Und was hat so ein Baum zu bedeuten? Naja, da wo ich herkomme, da war das so eine Art Heiratsantrag. Heiratsantrag. Alles ist relativ normal. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.